Obwohl, ich kann es ja erstmal doch so lassen. Dann nehmen wir dich. Dann sieht es auch ein bisschen cooler aus, finde ich. Finde ich persönlich. So. 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 Achso. Naja, eigentlich theoretisch, ich habe es auch in den Kommentaren gelesen gehabt, oder ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich es her, können wir ja auch, jetzt müssen wir mal gucken, was ist das ungefähr für eine Breite? Wo ist meine Spitzhacke? Runtergefallen. Eins hier. Schieß einfach mal. Wenn wir hier theoretisch bei dem hier rauskommen wollen. Hopp, hopp, hopp. Haha, wir haben ein Loch. Hä? Hä? So. Kann ich mal kurz spitzen mit hoch? Ja, der Weg hier hoch ist ein bisschen bescheiden. Ich weiß nicht, warum ich ihn so gebaut habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, währenddessen hätte ich nicht die RAM laufen lassen können, aber ist ja egal. So, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Da! Alles klar. So, nur doch ein Stück. Nein, das sieht sich nicht gesund an. Komm mal mit, mein Freund. Genau. Genau. Machen wir nochmal einen. Genau. Es war so klar. War so klar, meine Freunde. War so klar. So, dann haben wir es ja bei. Ah, da unten geht ja gar nicht. Hä? Ah, vielleicht kriegen wir es doch hin, dass es mir einigermaßen gefällt. Okay, genau, da geht's jetzt runter. Ah, da lagst du. Ja, das ist jetzt blöd. Boah, da war das Loch schon wieder. So, haben wir denn noch genug Rohre für nach unten? Oh, ich hoffe. Jetzt muss ich noch mal Rohre shoppen gehen. Ah, Halleluja. Freunde, ich glaube, wir müssen noch mal Rohre shoppen gehen. Verdammt. So, dahin. Noch eins tiefer, bitte. Nein. Verdammt, jetzt muss ich echt runtertragen. Oh. Schade. Hallo? Schade, schade, Schokolade. Aber... ging es ran. Theoretisch wollten wir noch ein... Oh, ich glaube, das sind noch ein paar Rohre, die wir brauchen.
Mist. Wir müssen noch mal Rohre shoppen. Haben wir hier noch gerade Rohre? Keine geraden Rohre mehr. Verdammt, wir müssen mal Rohre shoppen gehen, Freunde. Es tut mir echt leid, aber wir müssen echt nochmal Rohre shoppen. Wahnsinn. Nochmal da was. So. Hier auch noch mindestens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir brauchen noch ein paar. Verdammt. Verdammt. Generell brauchen wir dann hier unten noch welche, weil... Das ist auch die Richtung. Ja. So, holen wir lieber... Nochmal ein Förderband. Was bist du denn für eins? Ein Förderband? Ja, das ist doch schön. So, dann können wir dann hier hinten dran. Also Freunde, wir gehen nochmal schnell Rohre shoppen. Oh, verdammt. Gut, jetzt habe ich umsonst viele von denen mitgenommen, aber ich denke mal, die werden wir dann demnächst wahrscheinlich auch noch irgendwann mal brauchen. Ich glaube mal fest daran, dass wir die mal brauchen. So. Mal kurz hier hochschummeln. Nein, das hat er nicht gemacht. Doch, das hat er gemacht. Er hat sich hochgeschummelt, die Sau. So, ich brauche noch ein paar Röhrchen. Wieder verfahren. Ah, tanken muss ich auch bald wieder. Oh, verdammt. Ah, tanki, tanki. Hi. Guten Tag, aber shoppen bitte. Danke. Boah, die Klappe mach einfach. Sicher ist sicher, Freunde. Ja, ist ja gut. Schön mal dein Leben. Wie sieht's aus da drüben? Passt. Also, passt's auch. So. 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 Hallo, hier bleiben. So, wie haben wir jetzt da? 330. Passt da. Noch ein paar Kurvis. Haben wir noch so zwei, drei Kurven mit. Ja, ich weiß, es ist gerade jetzt nicht so das Spannendste. Ja, kann ich ja verstehen. Mich würde es auch langweilen. Aber. Ha, was muss das? Oh, nehmen wir nochmal. Wie viel haben wir denn? 400 erst. Zum Glück sind die Rohre nicht so teuer. Nehmen wir noch eins mit. So. Ja, Freunde, damit ich sagen, ich mache das, glaube ich, erstmal offscreen, das Einladen und Ausladen, weil das ist echt nicht spannend. Also, hier ein kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder. Für mich ist es wahrscheinlich länger, für euch eher weniger. Also, bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich schon wieder. Ich habe aufgeladen und ausgeladen. Und dann würde ich sagen, machen wir schnell mal hier weiter, dass wir hier mal vorankommen. Hier unten zumindest. So, haben wir nochmal ein paar Röhrchen geholt. Dahin und dann gehen wir nochmal hier hoch. Was brauchen wir denn nochmal so? Ja, brauchen wir noch ein paar. Jetzt komm. Was ist denn dein Problem heute? So eine Zippe. So, machen wir hier nochmal. Geht das? Ciao. Einfach mal runterwerfen, warum nicht? Nein, Wasserfilter. Ja, ich war so frei, Freunde. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe mir nochmal ein paar Wasserfilter geholt.
Shisha ist Shisha. Ein paar, ein, zwei Druckbehälterchen habe ich auch noch geholt. Also zwei insgesamt. Putzest du da runter, bitte? Nein, ihr bleibt da hängen. Auch gut. So, zwei. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle Rohre, die wir hier gekauft haben. Ja? Von den Geraden. Eventuell, wenn ich Pech habe. Wäre unklug. Wäre echt unklug. Aber Freunde, was tut man nicht alles? Für Money, Money. Dann ein Kurvendings. Ich leg mir das jetzt einfach mal in den Tunnel da rein. Nehmen wir mal zwei Kurvendinger mit. Man weiß ja nie. So, dann gehen wir mal runter und bauen mal auf. So, dann gehen wir mal hier. Ah, Kicke, da ist er schon. Rohr. Hallo, Rohr. Komm mal her. Du bist mein bester Freund. So, dahin. So. Dahin. Ich bräuchte nochmal meine Spitzhacke oben, oder? Ja. Damit es auch wenigstens einigermaßen gut aussieht, oder? Also. Ja, zum Glück ist sie nicht so weit weg. Also, hier freimachen kurz. Hier mal freimachen. So. Ah, jetzt haben wir doch schon die erste Kurve. Kriege das mit der Schaufel gleich besser hin hier. Blöden Ecken. So, einmal eine Kurve bitte. Nein, es war schon richtig. Nur drehen. Eine Gerade. Hoch. Drehen. Noch eine Gerade. Jawohl. Oh, es klappt, Freunde. Es klappt, es klappt, es klappt. Noch eine Gerade. Ah, Kurvi. Ah, Kurvchen. Nein, mir fehlt genau eine Kurve. Verdammt. Komm mal her. So, ein Kurvchen brauchen wir noch. Bop, 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 bop. Ja, weil ja. Angeschlossen ist es. Perfekt, perfekt, perfekt. Theoretisch. Also rein theoretisch. So. Auf blöd. Brauchen wir den hier nicht mehr. Hallo? Brauchen wir den nicht. Wir brauchen nur das Rohr. Dich können wir rausnehmen. Vorsicht, das ab. Hör auf zu machen. Kriegst du die Krise, weil wir brauchen einfach einen nach links. Das wäre dann der hier. So. Sparen wir uns hier nämlich eins. Und Freunde, ich würde gerne jetzt nochmal was machen. Und zwar. Geht das? Das geht. Okay. Und zwar würde ich gerne. Die Förderbänder auf ein Rohr laufen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel auf das da. So, wir nehmen das hier weg. Setzen zum Beispiel. Warum kann der Arsch nicht nach oben gucken? Das will ich ja nicht. Der Penner soll ja nach oben gucken. Ist ja das ja wieder der Nervitsch. Muss ich wieder umplanen. Sieht doch wieder.
ich das da umplanen? Also, lass mal sagen, bevor ich das Ganze jetzt halt hier anschmeiße. So, die sind nur für Förderband. Sprich, du kommst raus. Und gehst dann dafür. Du kommst raus. Du kommst raus. Dafür gehst du hier. Dahin. Du kommst raus. Sparen wir uns hier ein bisschen Rohre. Ein bisschen, hoffentlich. Du kommst raus. Du kommst raus, weil du kommst dann dafür. Dahin. Und gehst dafür geradeaus weiter. So, du gehst dafür hier geradeaus weiter. Richtig? Richtig. Nein. Oh Gott. Weil du müsstest auch nochmal raus. Und du auch. Jetzt ist die Frage. Wir haben es gleich. Wir testen gleich das Ganze. Ich will nur kurz hier ein bisschen rumspielen. So, wo nochmal gerade ist. Jetzt die Frage. So. Wir haben ja zum Glück genug Kurven. So. Zum Glück habe ich vorhin so ein paar Rohre gekauft, wa? So. Das passt. Dann nehmen wir das nochmal. Komm mal her. Titta. So. Ihr wisst doch schon, worauf ich hinaus will. Weil ich habe gehört, wurde mir zugetragen, Förderbänder brauchen keinen Wasserfilter. Das ist natürlich sehr gut. Sparen wir uns das Gelumpe da. Dafür brauchen die Maschinen. Ah, sieht doch schon stylisch aus hier, oder? Ah, das ist ja wie gekonnt hier. Das ist ja mega gekonnt. Ich brauche jetzt nur noch... Da. Weil... Sollte man vielleicht ein paar Rohre mitnehmen. Zum Glück haben wir ein paar gekauft. Hey, sieht schon fast echt aus wie eine Fabrik, Mann. Ich bin so stolz auf uns. So. So, nehmen wir dich nochmal, mein Freund. Perfekt. Also, Wasserrohre sind jetzt der hier. Dann kann ich hier mal ausbauen. Deppert das Ding. Dann dafür hier nochmal den raus. Wir haben es gleich. Wir legen gleich sofort los. Das sind die Maschinen. Jawohl. Hier. Komm mal mit. Nein, es war genau andersrum. Nein, du warst richtig. So, dich dahin, den anderen. Die sind echt teuer. Da müssen wir ein bisschen Druck haben, weil sonst kommt da unten nichts an. Das wollen wir ja natürlich nicht. So. Genau. Das sind einfach nur die Förderbänder. Die kann man hier mit dem Moor schön anschließen. So. Dann brauche ich nur noch Kristall. Zum Glück haben wir hier eine Bahn. Muss meine Säge. Mach das mal zwei draus.
Weil diese Bahn verbrauchen sich anscheinend nicht. Ich weiß nicht. So was ich gehört habe. So, lange I drücken. Haha. Es erhöht nämlich den Wasserdruck wieder ein bisschen, ist da? So, wir haben es gleich. Wir können gleich testen, Freunde. Wir können gleich testen. Es geht gleich los. Geht gleich los, ja. So, dann den da noch schnell rein. Ja, genau. Nein. Oh, ich bin eine Pflaume. So. Ist jetzt alles drin. Genau. Also wir gucken nochmal. Der da ist für die Förderbänder. Richtig? Richtig. So. Dieses schicke Röhrchen ist hier für Maschinen. Richtig. Dann würde ich sagen, starten wir das doch mal. Moment. Oh. Ja, Mann. Läuft. Okay, hier hinten das Ding ist ein bisschen doof. Ich habe meinen Stöpsel jetzt drüben gelassen. Aber theoretisch, wenn jetzt die Erde... Machen wir mal. Schnell, die Erde kommt hoch. Ah, komm schon. Komm schon. Ah. Ja, sie kommt hoch. Wird zerkleinert. Kommt sie hier lang, dann kommen wieder die Backen drauf. Theoretisch, dann wird sie wieder größer. Ja, jetzt müsste natürlich nur noch die Maschine einsetzen. Ja, perfekto. Dann würde ich sagen, let's go. Kleiner Flipsen. Nochmal zerkleinert. Süß, schön. Ah, oh, guckt euch das an. Das, wow. Ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Ah, ich hab was vergessen. Genau. Das habe ich nie vergessen. Mal ein bisschen hier unsere Diamanten sammeln. So, und was jetzt mein Ziel und Zweck war, oh, da liegt ein bisschen Eisen, ja, egal. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hallo? Hat jemand meine Schaufel gesehen? Da. Weil mein Ziel ist es jetzt, ganz einfach. Kickt euch das mal an. Ich komm hier runter, komm hier runter. Hopp. 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 Wir brauchen keine Eimerchen mehr, wir brauchen keine Büste mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Wir können jetzt einfach hier unten schön. Hier, so. 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 Und so. Und so. Und so. Ah ja, das kann man jetzt den ganzen Tag so machen. Jetzt können wir uns hier unten eine schöne Mine ausheben. Natürlich kommt hier noch Licht rein und Böden kommen dann natürlich auch noch dazu. So, jetzt stellt euch das mal vor, hier unten wäre dieser große Bagger. Oh. Das wäre doch was, ha? Dieses große Baggerfieber hier mit unten. Die können ja dann immer hierher fahren und ausladen. Ja, es ist eine sehr spannende Aufgabe, würde ich sagen. Ich sag ja, hätte man so einen Bohrer, der gerade ausbohrt, ich habe es gerade bildlich vorgezeigt, dann wäre es schon cool. Dann könnt ihr nämlich hier immer hier reinladen und ausladen.
Ja. Und sonst so? Ah, gehen wir mal in die Richtung. Ja, ist jetzt nicht sonderlich spannend. Es tut mir echt leid, aber... Ich werde es auch eher offscreen machen, wenn ich hier meine Videos hochlade, render und so weiter. Dann werde ich das ein bisschen offscreen machen hier, damit wir Ressourcen haben zum Häuschen bauen. Ja, ich denke mal, es werden auch eh nicht so viele Hydronier-Folgen werden, weil es eigentlich mit dasselbe Spielprinzip ist. Hier hin, hoch, sammeln. Den Rammen oben zuhören, wie sie rammen. Könnte man jetzt 20 Stück hinstellen, theoretisch. Und ja. Die würden halt rammen für uns. Aber naja. So. Machen wir noch ein bisschen hier, würde ich sagen, oder? Ich sag ja, so eine Maschine, die einfach hier unten bohrt, das alles abnebelt. Oh, das wäre so schön. Warte mal. Meine ganz blöde Idee jetzt einfach mal so. Ganz. Seht ihr, was ich meine? Es sind ja gar kein Ende mehr, seht ihr das? Und hier die fetten Brocken, was da alles rauskommt. Leck mir am Arsch. Das ist alles nur mit fast von unten. Der Ernte kommt ja schon gar nicht mehr hinterher. Alter. Das sind nur die Rammen, die Brocken, ja? Ihr habt ja meine Brocken gerade gesehen, oder? Die großen. Das waren meine von unten. Alter, ich wollte jetzt mal was anderes ausprobieren. Einfach mal nur so aus Glück und Tollerei. Wenn ich dich jetzt nehme, mein Freund. Hallo? Oh. Hä? Ja, ja. Was sehen denn meine wilden Augen da? Zum Glück habe ich Werkzeug mit. Oh Mann, ich dachte, ich kann ihn drehen. Schade, ich dachte, ich könnte ihn drehen. Ja, was ich jetzt auch noch ausprobieren will jetzt mit euch, ist eigentlich Folgendes. Und zwar diesen Kompressor-Dings da. So, und zwar den Diamant-Kompressor-Vertikalator, ach, weiß es nicht, da heißt. So, komm mal her, mein Freund. Und zwar, wenn ich dich jetzt hatte, du bist ja hier. Wenn ich dich jetzt theoretisch. Hier anschließe. Jetzt brauche ich mal kurz meine Spitzhacke. Wo habe ich die jetzt schon wieder? Frau Spitzhacke, bist du unten? Nein, bist nicht unten. Wenn einer meine Spitzhacke sieht, bitte einmal melden, ja. Mal gucken. Ich will jetzt selber mal kurz testen, wie das funktioniert. Ja, wo habe ich die denn, die blöde Sau, schon wieder hingetan? Ah, hier liegt alles so unordentlich rum. Hier ist sie nicht, hier ist sie nicht. Ah, hier drüben habe ich sie, glaube ich, hin, oder? Ich habe hier hinten noch ein bisschen ausgebuddelt. Nein. Oh. Schön, 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 schön. Hä? Da ist die Schaufel, da ist das, das sind meine Eimerchen. Hä? Freunde, was ist da los? Wo ist meine Spitze? Da gefallen ist sie auch nicht. Boah, ich hasse sowas. Wieso ist das jetzt weg? Du komm mal mit.
Felder gehen gerne mal anscheinend kaputt, habe ich gemerkt. Wo habe ich denn jetzt die blöde Spitzhacke hin? Hey Freunde, wenn ihr sie gefunden habt, sagt mal bitte Bescheid. Hammer, Säge, Schaufel. Ist sie hier irgendwo auf dem Weg? Da ist sie. Oh, ich depp. Ich depp. So, ich nehme mal kurz frei. So, wie funktioniert das jetzt? Hat? So rein theoretisch würde ich sagen, ich nehme jetzt so eine Schüssel. Stell die mir mal dahin. Dann nehme ich mal so ein blödes Förderband. Stell das dahin. Nimm die doofe Schüssel. Stell es dahin. So, rein theoretisch. So, die braucht ja theoretisch ja nur Wasser. Also Förderbandwasser. Lass mal Förderbandwasser an. So. Die ist jetzt da. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich den Topf hier nehme? Ich muss unbedingt mal hier dieses komische Zeug da einschmelzen. So. Stelle ich das da hin. Nehmen wir mal einen roten. Leg ihn da jetzt rein. Alter, was ist denn Ditte? Das ist ein fetter Klumpen, Mann. Guckt euch das mal an. Alter, Verwalter. Okay. Ich hab verstanden. Das ist ja cool. Also kann ich sozusagen sagen, ich packe jetzt hier so ein paar rein, hier so bam bam. Dann mache ich die wieder hier so und schmeiße ihn da rein. Und blau nehme ich auch nochmal hier, schmeiße ihn da rein. Und kann die jetzt halt hier zu was formen. Das ist ja blöd, jetzt habe ich natürlich hier einen Klumpatsch hier so. Naja. Machen wir das so, so. Hallo. So. 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 Das sind natürlich jetzt auch fette Brocken mit dabei von unten, kann das sein? Geil. So, dann machen wir hier noch was. Hier so. So, so. Wie mich das nervt. Ja. Ja, es dauert ein bisschen, Freunde, aber cool. Was kann ich jetzt mit denen dann machen? Auch verkaufen? Oh, so, nochmal. Das ist ja voll cool. Jo, Mann. Grün hätte ich gerne noch, danke. Ja, Freunde, dann haben wir heute viel gemeistert, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und ja, ich mache mal kurz hier ein bisschen weiter offscreen und da unten auch noch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Vögelsche. Servus.